Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, draußen ist so ein schönes Wetter und wir haben jetzt hier wieder Regen in Teso. Ich weiß nicht, warum die das nicht mal nach dem normalen Wetter machen. Aber nein, wir wollen uns nicht beschweren, müssen wir halt im Regen die Quest durchmachen. Mal schauen, ob sie lang oder kurz ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Es ist alles in Ordnung. Wenigstens sind wir hier. Hat er gerade gesagt, mein Herz? Oder was? Ich hab's erst gedacht, die Erinnerungen an die Jugend sind der Schatz des Alters. Bewahrt sie. Und die, die sie teilen. Sie werden vergehen. Aber sie sind so süß wie das Abenddämmerungs-Ale, solange sie andauern. Zungen von Xaxis. Ich klinge wie ein pedantischer alter Narr, nicht wahr? Vergebt mir. Ist alles in Ordnung? Ja. Achtet nicht auf mein nostalgisches Gefasel. Es ist nur mein Versuch, mir einzureden, meine eingestaubte Vergangenheit hätte einen größeren Wert, als sie tatsächlich besitzt. Es ist nicht leicht, alt zu werden. Mein armer Mirelir stirbt. Wir kamen her, um die Blumen anzuschauen. Aber sie scheinen hier nicht mehr zu wachsen. Was ist mit den Blumen geschehen? Ich weiß es nicht. Nereidenlächeln nennt man sie. So blau. So wunderschön. Es muss welche hier in der Nähe geben. Aber ich bin zu alt, um selbst nach ihnen zu suchen. Aber ich frage mich, falls ihr welche seht, könntet ihr dann ein paar Samen von ihnen sammeln? Ich könnte sie hier aussäen, der alten Zeiten wegen. Ja, ist kein Thema. Wenn ich welche finde, bringe ich dir die Samen und du wartest die nächsten paar Jahre, bis sie dann wachsen. Na gut, paar Jahre werden es wohl hoffentlich nicht dauern. Ein paar Monate dann eher. Ist nur die Frage, ob der Freund das mitmacht, wenn er im Sterben liegt. Natürlich, ich bringe euch alle Samen, die ich finde. Es ist großzügig von euch, zwei alten, dummen Männern zu helfen. Aber diese Samen bedeuten uns so viel. Als wir jung waren, haben wir uns vom Clan davongeschlichen und sind zusammen hergekommen. Als wir hier unter dem Nereidenlächeln lagen, hatten wir die Ewigkeit scheinbar für uns. An die Quest erinnere ich mich überhaupt gar nicht. Gibt es einen Weg, Mirelia zu heilen? Nur wenn ihr die Zeit zurückdrehen könnt. Nein. Ehrlich gesagt sind wir älter geworden, als wir es je gedacht hätten. Aber nun ist unsere Zeit eben gekommen. Nichts kann den Tod meines Mannes jetzt noch verhindern. Ebenso wenig wie den meinen, der nicht lange auf sich warten lassen wird. Oh gut, ich sag mal, er sieht jetzt aber nicht so aus, als ob er jetzt bald sterben wird. Er sieht noch nicht mal alt aus, ne? Also sein Bart ist noch nicht mal grau und nix. Das will schon was heißen, weil der Epi hat schon graue Haare. gut, ich will dich jetzt nicht beklauen hier. Blumen, wo könnte ich denn deine Blumen finden? Da hinten irgendwo? Ah, noch ein ganzes Stück weit weg. Dann reiten wir doch mal dahin. Entschuldigung. Ich werde erstmal über deinen Partner drüber trampeln und dann werde ich nach den Blumen suchen. Ja. Wieso sind die eigentlich noch hier? Haben wir nicht mal eine Quest hier gehabt? Da. Sie sind so schön, Hartmin. Denkt ihr, sie werden ewig halten? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass das sehr schön aussieht hier. Kann ich nicht hier bleiben? Das sieht wirklich schön aus. Jetzt ist wieder weg. Och Mann, komm. Da ist noch eine. Es gehört alles uns, Mirelia. Der Wald, die Blumen, alles. Also bei Teso sind sie ja nicht so. Deswegen denke ich mal eher nicht, dass das der Grund ist. Aber kann es sein, dass die extra nach hier immer abgehauen sind? Also weil die beiden Männer halt auf Männer stehen, also sprich, weil die halt schwul sind? Dass sie so ihren Ort hatten und, ja, ich sag mal, irgendwo frei sein wollten, wo niemand anders sie vielleicht beobachten kann oder so. Wo ist denn jetzt der Punkt hier? Das würde zu... Oh, ich will nicht hier runterfallen. Ich will nicht hier runterfallen. Hä, wie ist denn das? Ach, das ist komplett... Oh, wieso ist das so weit auseinander? Ja. Und warum sind die hier alle noch böse? Ich dachte, hier hätte ich eine Quest gehabt mit dem Waldkönig. Wie heißt das? Ach so, wir müssen wieder zurück. Oh, sag mir das doch. Oh oh. Sieht nicht gut aus. Das Leben ist so kostbar und vergänglich.
Lasst es nicht an euch vorbeiziehen. Nehmt euch Zeit, die Liebkosung des Windes zu spüren und hört, wie er den Namen eurer wahren Liebe flüstert. Mirelir, ich habe noch nie so etwas Süßes und Liebes gehört. Ist er tot? Ja, sein Dahinscheiden war rasch und friedlich. Und wir waren zusammen. Das ist alles, was wirklich zählt. Bald werde auch ich ruhen. Aber ihr seid so freundlich. Habt ihr das Nereiden-Lächeln gefunden? Ja, ich habe diese Samen für euch gesammelt. Es ist schon komisch. Als wir jung waren, haben uns die Blumen so viel bedeutet. Aber letzten Endes brauchten wir sie gar nicht mehr. Wir hatten unsere Erinnerungen. Aber diese Samen sind wundervoll. Ich erkenne jetzt ihre wahre Bedeutung. Dass daraus neue Blumen entstehen? Beziehungsweise... Ich sehe diese Samen in Erinnerung an das Leben, das wir teilten. Während wir vergehen, sollen andere kommen und dieselbe Freude an den Blumen und aneinander finden wie wir. So möge unsere Liebe erneuert werden, für alle Ewigkeit. Traurig und schön zugleich, muss ich sagen. Oh, das war ein bisschen zu weit. Ja... Das ist Zenimax. Immer wenn man denkt, dass man schon wieder alles durch hat, dann kommen sie mit einer Quest an, die einen so richtig das Herz rausreißt. Also das jetzt nicht direkt im negativen Sinne, aber es ist schon... Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt machen soll. Das ist so traurig gewesen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier unten zum schwindenden Baum. Ich hoffe, dass das ein bisschen eine längere Quest ist, weil das auch hier unten in dem Bereich ist. Und ja, wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Ja! Bis gleich. Ja, ihr Lieben, ich bin nicht ganz da, wo ich eigentlich hin wollte, aber ich denke, dass das trotzdem die gleiche Quest sein könnte. Also die heißt der schwindende Baum. Und hier steht nämlich einer mit einer Quest und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich muss nur ruhig bleiben. Was das für eine Quest ist? Dank sei Ifre. Ihr seid keiner der Waldorks und ihr gehört auch nicht zu den seltsamen Leuten in der Höhle. Sonderbare Leute in der Höhle? Eines will ich euch sagen. Bis jetzt war das einer der furchtbarsten Tage meines Lebens. Ich wollte etwas Feuerholz für das Lager meines Meisters holen, aber die Orks haben mich verfolgt. Ich wollte mich in die Höhle zurückziehen. Auf einmal sehe ich da ein ganzes Dorf. Letzte Woche war da noch nichts. Ihr meint also, dass in der Höhle in der Nähe wie aus dem Nichts ein Dorf erschienen ist? Es klingt verrückt, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ich habe belauscht, wie die Dörfler über einen Behüter und einen Baum sprachen. Vielleicht könntet ihr diesen Baum suchen und herausfinden, was sie wollen. Ich hoffe, dass das keine Invasoren sind. Das ist mir alles zu absonderlich. Ich schaue mich einmal danach um. Da hinten aber alles... das sieht aus wie eine Orkschmiede oder sowas. Da hinten aber alles rote Leute, also Gegner sind, nehme ich mal an, dass die nicht so fröhlich darüber sind. Aber es scheint... es scheint auf jeden Fall die gleiche Quest zu sein. Oder besser gesagt, es ist die gleiche Quest. Zehnte Erstsaat, bin in der Höhle hinabgestiegen, in die beim Tal, wo dieser seltsame Baum steht. Muss den Ort wiederfinden. Hier wachsen herrliche Setzlinge mit süßen Samen. So lecker. Diese Samen werden auf dem Markt ein hübsches Sümmchen einbringen. Elfte Erstsaat, die Höhle ist voller Waldelfen. Ich wollte mir heute mehr dieser Samen holen und da fand ich dort unten ein ganzes Dorf. Ist das jetzt von ihm oder nicht? Sie hatten mich gefragt, welches Jahr wir schreiben, aber ich war so erschrocken, dass ich nur dumm gestammelt habe und davongelaufen bin. 13. Erstsaat. Ich habe dem Talmor geschrieben und ihm von den zeitreisenden Waldelfen berichtet. Bisher habe ich noch keine Antwort erhalten. Die Einheimischen lachen mich nur aus. Sie sagen, dass es unmöglich ist, in der Zeit zu reisen. Das mag schon sein, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ich werde dem Baumtane dieses Ortes dazu bringen, mich morgen in die Höhle zu begleiten. 14. Erstsaat. Das Dorf war verschwunden. Der Baumtane lachte und sagte, da haben euch ein paar Waldelfen einen Streich gespielt, Fremder. Falls dem so ist, war das wirklich ein ausgeklügelter Streich. Ich weigere mich, das zu glauben. Ich weiß, was ich gesehen habe.
15. Erstsaat. Ich habe mich entschieden, in der Höhle zu warten, für den Fall, dass das Dorf zurückkehrt. Ich werde beweisen, dass ich nicht verrückt geworden bin. Oh, ein Straferlass ist sogar dabei. Brauche ich zwar nie, nutze ich auch nie, aber ist immer gut, welche zu haben. So, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht. Hat noch nicht mal Fleisch oder so gebracht. Innereien, sehr gut. Ich weiß zwar nicht, ob ich mit dem Let's Play-Account überhaupt jemals angeln werde, aber... Oh, Moment, die sind ja ganz böse. Hallo? Nicht viele von uns arbeiten mit Stein. Diese Fundamente müssen immer ein wenig angepasst werden, wenn wir zurückkehren. Erscheinen all diese Gebäude zusammen mit euren Leuten? Natürlich. Wo sollten wir denn sonst leben? Hat sich in Wahrenwald so viel geändert, seit wir das letzte Mal vorbeigeschaut haben? Häuser wurden in den letzten 100 Jahren doch wohl nicht komplett abgeschafft, oder? Es gibt noch Häuser. In Ordnung. Dann sind die Dinge hier doch gar nicht so anders, oder? Der einzige Unterschied ist, dass wir kommen und gehen. Andere bleiben fest an einem Ort. Seht ihr die Pflastersteine überall? Mein Ururgroßvater hat dabei geholfen, sie zu verlegen, als er noch ein Junge war. Und seitdem kümmert sich meine Familie um sie. Also ist eure Familie schon seit Generationen hier? Ja, mein Ururgroßvater war nicht der erste von uns hier, aber der erste, der zu Hammer und Meißel griff. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich nie darüber nachgedacht, wie alt unser Dorf ist. Aber es reicht sehr, sehr weit zurück. Wohin geht das Dorf? Es geht dorthin, wohin es immer geht. Und dann kommen wir wieder zurück. Der Legende zufolge ist Nebelbruch immer auf diese Art zu Besuch gekommen. Nebeltal ist nach unserem Dorf benannt. Vielleicht erzählt heutzutage keiner mehr diese alten Geschichten. Wir aber werden sie nie vergessen. Okay, hier lief auch die ganze Zeit einer rum. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. War aber schön, dass ich mit dir reden konnte. Kann ich mit dir auch hin? Nee, der will überhaupt nicht mit mir reden, der hat keinen Bock. Du scheinst mir ein bisschen betröppelt zu sein gerade. Sprecht mit Lani Dingsbums. Ist er das? Eine Außenseiterin. Nee, ja, du Stimme von Evely. Wartet! Ah, ihr gehört nicht zu diesen Waldorks. Gedankt sei Öfre. Waldorks? Willkommen in unserem bescheidenen Heim. Also ist dort doch etwas in dieser Höhle? Ihr seid draußen jemandem begegnet, oder? Manche haben solche Angst, dass sie nicht mit uns sprechen wollen. Ja, es gibt ein Dorf in dieser Höhle. Wenn ihr unsere Geschichte hören möchtet, werde ich sie gerne mit euch teilen. Versprecht ihr mir, dass ihr nicht davonlauft? Ja, auch wenn ich gerade was abgelenkt bin von dem Typen, der da hinten mit der Schaufel ankommt. Ich hoffe, der will mir keine drüber hauen. Ich werde nicht davon laufen. Unser Dorf hat einen Pakt mit dem Wildkönig selbst geschlossen. Hm. Das Dorf verschwindet und kehrt dann alle 100 Jahre oder so wieder zurück. Meistens sorgt unser Erscheinen für keinerlei Probleme. Dieses Mal jedoch ist es anders. Was hat sich verändert? Und ich würde einfach mal behaupten, das liegt an den Orks. Waldorks haben ihr Lager vor dem südlichen Eingang zu dieser Höhle aufgeschlagen. Sie waren vorher nie hier, deshalb verhielten wir uns ruhig. Wir hofften, sie würden wieder gehen. Nun ist aber schon eine ganze Woche vergangen und sie haben sich fest niedergelassen. Mein Mann Eronor macht sich darüber aber nicht so viele Sorgen wie ich. Ja gut, die Frage ist, sind die aggressiv oder nicht? Erzählt mir mehr über euren Pakt mit dem Waldkönig. Mein Mann Eronor kann euch mehr darüber erzählen. Im Grunde reisen wir dank des Wildkönigs ständig von diesem Ort fort und wieder zu ihm zurück. In der Abwesenheit des Dorfes wacht ein Behüter. Zufälligerweise werden wir schon sehr bald einen neuen Behüter erwählen. Aber das ist doch auch total unlogisch. Warum reisen die immer wieder weg? Also wohin? Und was ist der Grund? Aber ich hoffe, das wird der Mann uns erzählen. Wo ist Eronor? Fast alle aus dem Dorf werden dem Ritual beiwohnen, bei dem der nächste Behüter auserkoren wird. Niemand weiß, wer es sein wird, bis der vorherige Behüter einen Namen wählt. Es wird beim schwindenden Baum abgehalten, hinter der mittleren Halle dieser Höhle. Ihr solltet euch das ansehen. Es ist sehr aufregend. Der schwindende Baum? Er ist Teil des Eids. Fragt meinen Mann. Er weiß viel mehr darüber als ich. Ich gehe lieber jagen und spähen, anstatt mich um Pflanzen zu kümmern.
Er wird bei der Auswahlzeremonie sein. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr mit ihm reden, bevor es losgeht. Dann werde ich der Zeremonie beiwohnen. Sie hat ja offenbar keine Ahnung von nichts irgendwie. Hier rum, ne? Das ist ja viel weitläufiger, als ich gedacht habe. Das ist krass. So ein Zuhause brauche ich. Ja, okay, vielleicht nicht ganz so... Oh, komm nicht weiter. Vielleicht nicht ganz so, ja, mit so vielen Stufen und so, sondern eher was, wo mehr Räume sind. Aber so ein Teil nach draußen, das wäre auch mal cool. Guten Tag. Darf ich dabei sein? Ah, noch eine Besucherin. Ihr seid zu einer verheißungsvollen Zeit in unserem Dorf eingetroffen. Ich bin Eronor aus Nebelbruch. Eure Frau meinte, ihr könnt mir mehr über euer Dorf erzählen. Ihr habt Laneriel getroffen. Sie hat manchmal eine zu lockere Zunge. Aber ich werde euch sagen, was ich kann. Unser Dorf ist für gewöhnlich nicht hier, wie ihr sicher wisst. Vor langer Zeit haben unsere Baumtahnen und Ahnen einen heiligen Eid geschworen, an den wir noch immer gebunden sind. Wie lautete dieser Eid? Es ist nicht an mir, euch die wahre Natur des Eids zu offenbaren. Dafür müsst ihr mit unserem derzeitigen Behüter Henodras sprechen. Wenn ihr wartet, könntet ihr vielleicht auch mit dem neuen Behüter sprechen, sobald einer auserkoren wurde. Der neue Behüter wurde noch nicht gewählt? In der Tat. Es ist eine Ehre, ausgewählt zu werden. Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, wird der alte Behüter seine Pflichten auf den neuen übertragen. Nun gut. Was ist mit dir? Ich dachte, du sagst der Allgemeinheit noch irgendwas? Wer seid ihr? Woher wisst ihr vom schwindenden Baum? Ach, das war nur geraten. Eronor meinte, ihr könntet mir mehr über euer Dorf erzählen. Ja, ignoriere einfach die Frage, beantworte sie nicht, sei unhöflich und klatsche einfach deine Frage dahin, beziehungsweise dein Anliegen. So. Ich bin nicht blind. Ich sah, wie ihr mit ihm gesprochen habt. Er steht doch gleich hier vor mir. Siehste? Woher wisst ihr von uns? Möchtet ihr, dass ich gehe? Warum will ich nicht antworten? Warum muss ich jede Frage mit einer Gegenfrage beantworten? Warum weiche ich so aus? Was sollte das denn bringen, hä? Ihr habt unsere Zuflucht betreten, ohne dass ihr irgendwie daran gehindert worden wärt. Damit ist für mich offenkundig, dass ihr den Segen des Wildkönigs habt. Das bedeutet, dass ich durch unseren Eid daran gebunden bin, mit euch zu sprechen. Wie übel mir das auch aufstoßen mag. Boah, also ich bin ja schon unhöflich in diesem Spiel teilweise, ja? Aber das ist ja eine richtige männliche Zicke hier. Wie lautet euer Eid? Wir haben geschworen, den schwindenden Baum für den Wildkönig zu beschützen und seinen Regeln zu gehorchen. Im Gegenzug dafür beschützt er unser Dorf. Etwa alle 100 Jahre kehrt das Dorf zurück, um einen neuen Behüter zu wählen, der den schwindenden Baum in seinem Namen beschützt. Es gibt jetzt eine Wildkönigin. Es gab in der Vergangenheit schon andere Wildköniginnen. Unser Eid bleibt unverändert, auch wenn eine neue Person den Titel trägt. Das ist das Schöne an dieser Übereinkunft. Wir beschützen den Baum und er oder sie beschützt uns. Wie lange geht das schon so? Der erste Wildkönig hat den schwindenden Baum erschaffen. Ganz Walenwald von Dornbruch bis Grünherz beugt sich seinem Willen. Solange wir den Baum beschützen, bleibt er unser Gönner. Einige sehen ihn als Gott an, wie die Göttlichen welche sind. Wohin schickt der Wildkönig das Dorf? Das Dorf geht dorthin, wohin der Wildkönig es schickt. Und er erlaubt ihm die Rückkehr, sobald der Behüter ersetzt werden muss. Ich bin schon sehr alt. Das Dorf ist zurückgekehrt, so wie es das immer tut. Moment. Also das Dorf lebt eigentlich woanders. Aber wenn es... Also hier ein neuer Behüter benötigt wird, warum auch immer, dann muss das Dorf zurückkehren. Hä? Wann wird die Zeremonie beginnen? Sie wird in Kürze beginnen, falls ich je die Zeit finde, um sie vorzubereiten. Ich habe noch andere Fragen. Aber nein, ich werde euch nicht länger stören. Da war doch noch eine andere Frage. Wir kommen wieder einmal zusammen, um den nächsten Behüter zu wählen. Der Wildkönig hat uns den schwindenden Baum anvertraut und das ist Teil unseres Eids. Meine Zeit als Behüter nähert sich ihrem Ende und der schwindende Baum wird meinen Nachfolger wählen.
Was ist los? Oha. Das ist nicht gut. Der schwindende Baumwelt Erunor. Erunor, ihr werdet unser nächster Behüter sein. Ich? Der Baum hat mich gewählt? Es ist mir eine Ehre. Ich werde mein Bestes geben. Kommt, Erunor. Wir haben viel zu besprechen. Orks! Orks greifen das Dorf an! Erunor! Kantadir! Oriades! Wir werden angegriffen! Ich bin hier noch total entsetzt, weil das wahrscheinlich heißt, dass er sich dann von seiner Frau trennen soll. Und jetzt greifen auch noch Orks hier an. Wir werden angegriffen. Die Orks greifen an. Geht es den anderen gut? Wir wurden überrascht, aber die, die noch drin sind, wehren sich nach besten Kräften. Was übrigens meine Frage beantwortet, ob die Orks irgendwie aggressiv sind. Ich werde helfen, sie zu vertreiben. Ihr müsst sie ablenken. Tötet ihren Anführer und verbrennt ihre Zelte. Wir werden die Leute aus dem Dorf retten. Wo lagern die Waldorks? Die Orks lagern vor dem südlichen Eingang der Höhle. Der Wildkönig muss euch gesandt haben, um uns zu retten. Er beschützt uns immer, immer. Natürlich. Ich bin persönlich gesegnet. Es gibt noch etwas anderes, das euch beunruhigt, oder? Es bleibt keine Zeit für eitle Träumereien und unnütze Fragen. Bitte helft den Dörflern dort unten. Ich brauche einen Augenblick, um wieder ein bisschen zu klarem Verstand zu kommen. Ich befürchte, das würde ich auch müssen, wenn ich in der Situation wäre, dass mein Mann hier bleiben müsste. Wobei, theoretischerweise könnten ja auch beide zusammen hier bleiben, oder nicht? Oder ist sie tatsächlich daran gebunden? Wird sie erstmal direkt in die Wand laufen. Wird sie automatisch mit dem Rest des Dorfes irgendwie weggebeamt oder so? Das weiß man natürlich nicht. Weg da, hab keine Zeit. Hab noch Kuchen im Ofen. So. Oh. Das war ja richtig gut getroffen gerade. Richtig gut gemacht. Die lassen wir einfach mal stehen, weil die bringen eh nichts. Komm so. Du auch. Hilf deinem Kumpel. Um die anderen kümmere ich mich. Achso, ich soll eigentlich nur den Hauptmann töten, ne? Na komm, euch nehme ich noch mit. Wo bin ich denn? Du bist ein Verwüster, du bist gar kein richtiger Ork. Ha! Gesundheit. Jetzt komme ich hier natürlich nicht raus, oder? Ging doch. So. Wo ist dieser dämliche Ork, dem ich den Kopf abschlagen muss? Oder sowas in der Art. Geht mir alle aus dem Weg. Ich habe ein Ziel. Bist du das? Du bist das. Die anderen kommen auch. Stellen die mal die Wanne stehen. So. Seid alle des Todes. Haut ab, ihr feigen Luschen. So, Moment. Drei Orkzelte. Die haben gar keine Zelte. Du hast mich nicht gesehen. Das ist ein Zelt, aber das kann ich nicht abfackeln hier. Oder? Doch, kann ich doch. Aber wie? Ja, gerade war es noch drin. Da. So. Da ist auch noch ein Zelt. Schwubbelidupp. Wir brauchen noch ein Zelt. Hinten sind noch welche. Okay, die haben mich gesehen. Das war nicht so gut. Hallo, machst du mal das, was ich drücke? Ja, nicht zweimal, einmal reicht. So, kommst du denn jetzt wieder her? Du bist nicht da, geh weg. Hallo? Ich würde das letzte Zelt gerne verbrennen. Nötige Hilfe.
Wieso steht da 2 von 3? Hallo? Weil das immer noch steht. Wieso steht das jetzt wieder, nachdem ich es verbrannt habe? Will mich veräppeln? Gut, dann reite ich halt nicht, dann laufe ich halt. Wenn diese blöden Idioten mir den Weg versperren, müssen wir halt zu Fuß gehen. So. Sind die Orks jetzt zurückgeschlagen? Ich habe ihren Anführer ermordet. Leute? Was ist mit dir? Alles in Ordnung? Ich kann nicht glauben, was ich sehe. So viel Tod. Ja. Ihr seid im Krieg gerade. Also, naja, gut, Krieg nicht direkt. Da ist er doch. Hallo. Da bin hinter dir. Ja. Ja, hinter dir. Kannst du mich mal angucken, bitte? Gelobt sei der Wildkönig. Ihr seid am Leben. Ich wusste, dass er uns retten würde. Eigentlich habe ich euch gerettet, aber na gut. Ich handle ja auch so ein bisschen im Auftrag der Wildkönigin, denke ich. Ich habe mich um die Orks gekümmert. Wie ist es im Dorf gelaufen? Wenn ihr nicht gewesen wärt, um uns zu helfen, wäre es uns noch viel schlimmer ergangen. Sie haben so einige von uns getötet, aber wir haben fast genauso gut ausgeteilt, wie wir einstecken mussten. Habt ihr Eronor gesehen? Er ist nicht wie die anderen vom schwindenden Baum zurückgekehrt. Eronor ist wahrscheinlich beim schwindenden Baum geblieben, weil er der neue Behüter ist. Was? Nein, nein, nicht jetzt. Nicht, wenn ich ihn am meisten brauche. Werdet ihr mir verraten, was euch beunruhigt? Wenn wir gehen, werden wir einen Behüter zurücklassen, um über den schwindenden Baum zu wachen. Der Behüter und der Baum sind unsere Verbindung zwischen diesem Ort und dem, an den uns der Wildkönig schickt. Ich habe nicht erwartet, dass Eronor auserwählt werden würde. Und er kann nicht bleiben. Er kann nicht. Sie ist schwanger, oder? Was meint ihr? Es ist nur, was ich damit sagen will, ist, dass ich den Verlust nicht ertragen könnte. Wir würden es nicht ertragen. Er ist so aufgeregt und es ist eine so große Ehre, aber er weiß nicht, welchen Preis unsere Familie bezahlen müsste. Sie ist schwanger, definitiv. Ihr müsst mir erklären, was euch daran so beunruhigt. Ich bin schwanger. Ich habe es erst neulich erfahren. Eronor weiß es nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich möchte, dass er es erfährt. Aber wenn er es wüsste, dann könnte er mit uns kommen. Bitte, bitte überzeugt ihn, mit uns ins Reich des Wildkönigs zurückzukehren. Scheißsituation, würde ich mal sagen. Und ich bin wieder die Dumme, die gleich entscheiden muss, oder? Ja, ihr könnt mich doch mal. Was ist mit dem Eid des Dorfes an den Wildkönig? Ich bin sicher, der Wildkönig wird Verständnis zeigen. Eine Familie muss zusammenbleiben, um ein Kind großzuziehen. Falls Eronor hier bleibt, wird unser Kind lange erwachsen sein, wenn er es wieder sieht. Wir werden zu alt sein, um noch eines zu bekommen, wenn unser Dorf das nächste Mal wiederkehrt. Es ist unsere letzte Gelegenheit. Warte, was? Hatten die nicht gesagt, die kommen alle 100 Jahre oder so zurück? Wie alt werden die, bitteschön? Also, nein, ein Kind braucht nicht zwangsläufig beide Eltern. Ich sag mal, es gibt ja auch genug Situationen, wo ein Elternteil zum Beispiel gestorben ist und das Kind trotzdem noch wohlbehütet aufgewachsen ist. Aber ja, sofern beide Elternteile noch leben und sich gut verstehen, natürlich vorausgesetzt. Also wenn die sich jetzt gestritten hätten und scheiden lassen wollten oder was weiß ich was, was sie da machen in Tamriel, dann wäre es natürlich was anderes. Dann ist es natürlich besser, wenn die Familie, beziehungsweise wenn das Kind halt in der Familie aufwächst. Ach, ihr könnt mich doch alle mal. Ich werde mit ihm darüber sprechen. Ihr könnt nicht erahnen, was mir das bedeutet. Ich fürchte, er könnte glauben, ich hätte mir nur eine Geschichte ausgedacht, um ihn bei mir zu halten, wenn ich es ihm sage. Nein, das ist es nicht. Ich befürchte, dass er seine Frau seinen Pflichten unterordnen wird. Ja, das befürchte ich ehrlich gesagt auch. Aber ich werde trotzdem versuchen, ihn Kraft meines Amtes an den Haaren herbeizuschleifen und davon mit einem gut genährten Hammer zu überzeugen, dass er nicht hierbleiben kann. Die Frage ist jetzt nur, wer würde jetzt seinen Posten übernehmen? Das ist, also kann er noch einen neuen erwählen? Rein theoretisch hat er ja die Macht jetzt dazu, allerdings erst in 100 Jahren, oder? Ich meine, streng genommen würde das Dorf wieder zurückgerufen werden. Tretet vor, Eronor, zukünftiger Behüter. Wenn ein neuer erwählt wird, oder? Ich, Eronor,
bin gemäß des Schutzeides bereit. Nein, bist du nicht. Werdet ihr euch im Namen des Wildkönigs um den schwindenden Baum kümmern? Nein. Es ist mir eine Ehre, dem Wildkönig und unserem Volk zu dienen. Einspruch. Es ist eure Aufgabe, den schwindenden Baum zu beschützen. Mögen die Jahre wie im Flug vergehen. Ach, halt doch die Klappe, Mann. Jetzt hast du den Eid angenommen. Jetzt musst du wirklich derjenige sein, der den Eid jemanden anderen überträgt. Trottel. Das ist unglaublich. Ich fühle das Leben des schwindenden Baums in mir fließen. Habt ihr meine Frau gesehen? Wo ist Laniriel? Warum ist sie nicht gekommen, mir zu gratulieren? Sie wetzt schon mal die Messer, die du ihr in den Rücken gestochen hast. Laniriel hat mich gebeten, mit euch zu sprechen. Hat sie das? Ich liebe Laniriel. Aber wir haben einen Eid geschworen, einen Behüter zurückzulassen, um den schwindenden Baum zu beschützen. Das ist der Preis, den das ganze Dorf entrichten muss, damit wir im Paradies des Wildkönigs leben dürfen, das er für uns erschafft. Könnten Sie denn keinen anderen Behüter wählen, wenn ihr ablehnt? Meint ihr nicht, darauf wäre ich nicht selbst schon gekommen? Doch ich würde mein Eid an den Wildkönig und an das gesamte Dorf brechen, wenn ich nicht zurückbleiben würde. Scheiß auf den Wildkönig, scheiß auf dein Dorf. Es geht um deine Tochter, wollte ich gerade sagen. Dein Kind und deine Frau. Laniriel ist schwanger. Sie hat mich gebeten, es euch zu sagen. Was? Das wusste ich nicht. Warum hat sie es mir nicht gesagt? Was für eine Art Behüter wäre ich, wenn ich mich nicht um mein eigenes Kind kümmern würde? Und dennoch habe ich jetzt auch Verpflichtung gegenüber dem Dorf. Dieses Problem erscheint zu einer ungünstigen Zeit. Ich muss mich schnell entscheiden. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass die alle hier bleiben können? Ich meine, das ist doof, dann sind die halt nicht bei der Familie, sage ich jetzt mal. Aber dann wäre zumindest hier die Familie zusammen. Starr mich nicht so mit deinen großen Augen an. Das ist irgendwie sehr beängstigend. Ich muss woanders hingucken. Die Waldorks haben sich zurückgezogen. Das Dorf ist jetzt sicher. Das ist es nicht. Es ist der Baum. Da ich seine Essenz nun spüren kann, merke ich, dass er schwächer als zuvor ist und besondere Aufmerksamkeit benötigt. Das Dorf muss sofort zurück ins andere Reich, damit ich mich ohne weitere Ablenkungen um ihn kümmern kann. Es kann sich aber auch eine ganze Familie um ihn kümmern. Laniriel wusste das nicht, oder? Nur der alte Behüter wusste es. Das Dorf wird schon bald aufbrechen. Falls dem Baum etwas zustößt, wird die Verbindung zwischen Tamriel und unserem Dorf getrennt. Sie können nie zurückkehren, außer ich bleibe zurück. Äfft euch doch einfach. Ich hasse solche Entscheidungen. Wenn die Frau das wüsste, würde sie wahrscheinlich sagen, dass er sich um den Baum kümmern soll. Gleichzeitig würde sie natürlich auch wollen, dass er sich um sie und das Kind kümmert. Andererseits, sie schien mir auch sehr stark zu sein. Das heißt, sie würde das Kind auch locker so großziehen können. Was dem Kind gegenüber natürlich auch ein bisschen unfair ist, weil das wird sehr früh halt eben mitkriegen, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen. Ich meine, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist halt, dass immer diese Pflichten negativ im Leben des Kindes dann stehen würden. Also eigentlich ist das alles scheiße. Egal, wie ich mich jetzt hier entscheide, alles ist scheiße. Bevor ich jetzt irgendeine richtig beschissene Entscheidung hier treffe, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr euch entschieden hättet. Also drückt eben auf die Pause-Taste, schreibt eben einen Kommentar, warum ihr euch dazu entschieden hättet und ob ihr euch überhaupt entschieden hättet oder ob ihr einfach verzweifelt und schreiend weggerannt wärt, so wie ich es jetzt gerne tun würde. Falls dem Baum was zustößt, wird die Verbindung zwischen Tamriel und dem Dorf getrennt. Wenn ich mich jetzt für den Baum entscheide, was ja das Erste ist, was man anklicken kann, blöderweise. Ja, ich verstehe es trotzdem nicht. Warum kann er nicht einfach sagen, so wie der alte Behüter auch, es ist an der Zeit, einen neuen zu holen, weil ich habe Verpflichtungen? Oder ganz blöd gesagt,
halt nicht alle 100 Jahre, sondern, die können ihnen jetzt keine Nachricht schicken, wenn die Frau nicht mehr schwanger ist, sondern das Kind bekommen hat oder kurz vorher. Das ist natürlich auch doof. Er hat halt auch eine Pflicht seiner Frau gegenüber, bin ich ganz ehrlich. Die Pflicht dem Dorf gegenüber ist natürlich auch nicht ohne, weil das sind halt viele Leute, die da dran hängen. Andererseits, erstens sagt er, falls dem Baum etwas zustößt, was nicht unbedingt passieren muss. Zweitens sagt er, wird die Verbindung zwischen Tamriel und dem Dorf getrennt. Aber sie haben ja gesagt, das Dorf lebt an einem Ort, wo es wunderschön ist. So sinngemäß wurde das ja eben gesagt. Ach, verdammt nochmal, geh mit deiner Frau. Ich werde es nicht bereuen. Schon, natürlich möchte ich das. Aber alle anderen sind schon aufbruchsbereit. Sobald die Orks beseitigt waren, haben sie ihre Vorbereitung getroffen. Es ist niemand mehr übrig, der als Behüter zurückbleiben könnte. Ja, wenn sie schon aufbruchsbereit sind, heißt das noch lange nicht, dass keiner hier bleiben kann. Vielleicht solltet ihr den Baum beschützen. Nein, ich habe mich jetzt entschieden. Jetzt zieh das durch. Das ist keine einfache Entscheidung. Nein, das ist es nicht. Wie ich mich auch entscheide, werde ich mich immer fragen, was gewesen wäre, wenn ich den anderen Weg beschritten hätte. Ja, mein Reden. Ich weiß, welcher Weg der leichte und welcher der schwere ist. Wie würdet ihr euch entscheiden? Ich würde tun, was ihr wollt, da der Wildkönig euch doch zu uns geschickt hat. Alter. Hat er jetzt gerade... Oh, mein Kabel. Hat er jetzt gerade gesagt, ich weiß, welcher Weg der leichte und welcher der schwere ist? Will der mich jetzt ernsthaft damit beeinflussen, zu sagen, der schwierige Weg wäre, meine Familie zurückzulassen, aber ich würde dafür das ganze Dorf und den Baum retten? Der Wildkönig hätte Verständnis dafür, wenn er bei seiner Familie bleiben würde. Der Wildkönig hatte gesagt, such dir einen neuen Sklaven aus. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Die sind ja irgendwo Sklaven, weil die können ja nichts anderes machen. Also außer da aufpassen. Arschlöcher. Ich bleib jetzt dabei. Ich hab's im Gefühl, dass eigentlich gewollt ist, dass man seine Bestimmung dass man seiner Bestimmung folgt. Ich habe das Gefühl, dass Zenimax eigentlich will, dass man seine Pflicht annimmt. Aber ich meine, scheiß auf irgendwelche Pflichten. Er hat auch die Pflicht, sich um seine Familie zu kümmern. Deswegen, ihr wisst schon, was richtig ist. Ihr müsst euch um eure Familie kümmern. Vielleicht zeigt dieses Kind, dass der Wildkönig mit unserem Dienst zufrieden ist. Und er nicht zulassen wird, dass dem schwindenden Baum etwas zustößt. Genau. Er würde nie zulassen, dass ihm etwas zustößt. Meine Familie braucht mich. Sobald das Dorf ins Paradies des Wildkönigs zurückkehrt, gehe ich mit ihm. Mit wem? Mit dem Wildkönig oder was? Der soll mit seiner Familie gehen. Ich treffe euch im Dorf. Ja, das war ein schöner Abschluss. Ich komme dir mal hinterher. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich hasse Pflichten und so einen Scheiß. Also ich bin auch niemand, der irgendwo, Widerstand wächst oder wie heißt das so schön? Ich wäre nicht die Person, die sich von anderen unterkriegen lassen würde. Ich würde bis zum Tod kämpfen, wenn es sein muss. Und das schließt halt eben auch die Familie ganz besonders mit ein. Euch zu sehen erfreut mein Herz. Dann guck ihn doch an. Hätte ich früher von euch, von uns gewusst. Ich dachte, wir hätten mehr Zeit. Und die werden wir jetzt auch haben. Bereitet euch auf unsere Reise vor, Liebste. Ich werde bald zu euch kommen. Mach ich. Ich gehe freudig, da ich weiß, dass ihr bei uns sein werdet. Die gehen jetzt durch diesen Baum durch. Ist auch irgendwie ganz cool zu sehen. Das Schicksal brachte euch zu uns, an diesen Wendepunkt. Ich bin glücklich, euren Rat zu befolgen. Wir müssen am Leben festhalten, wo auch immer wir es finden. Daran habt ihr mich erinnert und ich danke euch. Oh, die anderen werden sowas von sauer sein, wenn er da hinkommt. Ihr geht also. Was wird mit dem schwindenden Baum geschehen? Der Wildkönig könnte einen neuen Baum an diesem Ort erschaffen.
Vielleicht sollen wir jetzt auch fortan im Paradies bleiben. Eben. Falls der schwindende Baum überlebt, werden wir wieder hierher zurückkehren. Und dann werde ich wissen, ob meine Entscheidung richtig war. Falls wir nicht zurückkehren, bin ich wenigstens bis zum Schluss bei meiner Familie. Danke, danke. Das ist doch das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Weil, also gut, dass der Baum sterben könnte und so, das, ne, ist jetzt die eine Sache. Aber die sind doch da im Paradies. Warum sollen die nicht da bleiben? Wen interessiert das? Ja gut, der Baum darf nicht sterben. Okay, das hat irgendwas mit Walenwald, glaube ich, noch zu tun, dass dann Walenwald sterben könnte. Aber ja, da wird sich schon jemand anderes finden, ganz ehrlich. Ich werde es nicht machen, ne? Nur schon mal, ich muss noch andere Abenteuer bestehen. Wir haben robuste Beine vom Set Kleidung des Schattentänzers erhalten. Sehr schön. Weg war er. Na gut. Okay. Ja, das war jetzt eine sehr lange und sehr emotionale Folge. Ich muss schauen, dass ich ein bisschen runterkomme, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber das ist wieder sowas, was mich persönlich ein bisschen anfrisst, weil bei solchen Sachen, auch bei Spielen, man hat ja immer irgendwie diese Brücke zur Realität, sage ich jetzt mal. Und dann kommen vielleicht Erinnerungen hoch oder man denkt darüber nach, wie man sich entscheiden würde, wenn das Ganze jetzt in der Realität wäre. Und wie gesagt, also ich würde mich nie kampflos ergeben und das würde er ja tun, wenn er sagt, ach ja, ich lasse mal meine Frau ziehen, meinen Sohn sehe ich dann halt, wenn er erwachsen ist, pff, scheiß drauf, so nach dem Motto. Und nee, macht er nicht. Er hat jetzt gekämpft darum. Er kämpft wahrscheinlich jetzt mit den anderen Dorfbewohnern, die ihn jetzt verfluchen, weil er jetzt mitgegangen ist. Und ja, gut, vielleicht kämpft der Baum jetzt auch ein bisschen um sein Leben. Das kann natürlich auch sein, aber da wird schon alles gut werden. Also, man darf nie aufgeben im Leben, man sollte immer gucken, dass man das Richtige tut und ganz ehrlich, Prioritäten oder irgendwelche Unterwürfigkeiten oder sonst was gehören nicht zum Leben dazu. Familie ist das Wichtigste und die sollte man auf jeden Fall auch immer an erste Stelle stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da. Ich hoffe auf eure vielen Kommentare bezüglich der Entscheidung, weil, ja, das sind immer so Sachen, gerade die Entscheidung, da möchte ich wissen, wie ihr dazu steht, wie ihr euch entscheiden würdet, entweder in der Realität oder natürlich im Spiel, wobei es ja hier tatsächlich ums Spiel geht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Folge ist eh schon viel, viel zu lange. Wie gesagt, emotionale Folge, ich muss erstmal runterkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.